Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir Lady Athelswede in Gewahrsam genommen und heute machen wir mit der Quest weiter. Wir sollen uns nach Tamevjord begeben. Ich denke mal, wir sind weiter auf der Suche nach König Burgred. Mal gucken, ob wir den heute vielleicht entdecken irgendwo. Tamevjord ist Wö nochmal. Wo muss ich mal hin? Hallo? Ist ja wohl kein Questgebiet, oder? Sehe ich das falsch? Chiropedun, da war ach so hier unten. Ah ja, Feste von Tamevjord. Was soll man denn da machen? Athelswede wurde gefangen genommen. Was denn denen einen unverhofften Vorteil verschafft. Nun muss Eivor sie nur noch dazu überreden, ihren Ehemann, den König von Mercia, zu verraten. Ob sie das tun wird, keine Ahnung. Wir machen direkt eine Schnellreise nach Tamevjord. Okay, Freunde, wir sind schon da. Da vorne sollen wir mit, wahrscheinlich Oba sprechen, oder? Oba und, Sigurd vielleicht? Ja, die stehen da sogar. Finde Athelswede und stelle sie zur Rede. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Okay, wir probieren es mal. Warum ist sie hier bei den Schweinen? Hallo, liebe Schweine. Mein Freund Opa ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Er ist euch in den Rücken gefallen, ja. Aber die Bewohner Mercias haben Angst und Ceolwulf bietet ihnen ein Mittel dagegen. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Raus, Ivar! Sofort! Schon gut, schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen da? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden. Wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunes. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort.
Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht, aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Okay, Leute, das wär's. Wir hätten schon mal ein paar Worte rausgekriegt. Wir müssen Borgrids Versteck durchsuchen. Anscheinend gemeinsam mit Eva. Der folgt uns. Oder? Oder macht er sein eigenes Ding? Anscheinend macht er sein eigenes Ding. Oder etwa nicht? Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, liebes Pferd. Wo muss ich hin? Wir gucken mal. Das Versteck. Wo soll das denn ungefähr sein? Hallo? Im Süden von Lekrakestershire. Okay, wo die Flüsse Arue und Alna aufeinandertreffen. Hier ist Venonis. Wo sind die Flüsse? Finde ich ja gut, dass wir das so ein bisschen selber machen müssen. Also wenn hier Alna ist, hier unten, und da ist Arue, dann müsste es ja eigentlich hier sein, ne? Im Süden Lekrakestershires. Also hier bei Offchurch oder sowas. Wir gucken da mal nach. Dann mache ich mal eine Schnellreise bis hierhin, dann müssen wir nicht ganz so weit. Okay, da sind wir schon mal in Venonis. Die Lady Ethelspeed hat ja gerade so getan, als wäre das Volk hinter denen. Aber ganz ehrlich, diese Adligen, die schälten sich doch immer einen Dreck um die Leute. Denen ging es doch nur um die eigene, um den eigenen Wohlstand. Und die Leute waren dafür dann Kanonenfutter. Die zählten noch gar nicht als Mensch. Deswegen, ja. Oh, hier sind ja die. Lol, hier warten sie schon. Und Eva ist auch dabei. Wir müssen also alleine losziehen. Ich hoffe, wir sind da richtig, wo ich markiert habe. Also jedenfalls ungefähr. Finde und durchsuche Borgrids Versteck. Es ging ja um eine Gruft. Also könnte schon da diese Ruine sein. Von Offchurch. Oder wie das gesprochen wird hier. Gucken wir mal, Leute. Mal gucken, ob wir Glück hatten. So, hier ist das Lager schon, glaube ich. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Also bin ich richtig, wenn er da sagt. Jo. Wir sind richtig, Leute. Sehr schön. Dann haben wir ja Oh. Ja, moin. Ich gehe erstmal weg. Nee, nicht da hochklettern, Alter. So, wir müssen erstmal ein bisschen schauen, ne? Möglichst verdeckt hier vorgehen, oder? Die zwei hier vorne, die sind ein bisschen doof. Aber ich könnte mir die schon mal schnappen. Eventuell hier über den Baum. Und dann über das Seil. Oh nein. Was machst du denn, Ivor? Ich wollte da gerade Attentat machen. Der klettert einfach da, oder? So, jetzt keine anderen bitte. Okay, die anderen sind auch getriggert. Naja. Scheiße. Moin. Na komm her, mein Freund. So. Das war gut geblockt. Haben wir erstmal. Sind wir erstmal wieder unentdeckt? Ich hoffe doch. Okay, nein! Och nö, jetzt hat mich der da hinten gesehen. Ach scheiße, Leute. Ach komm schon. Na gut, da ist ein Scharmützler. Hallo Scharmützler. Was geht? Oh. Aua. So, der ist schon mal weg. Und du kommst jetzt hierher, mein Freund. Komm her. Na los. Nee. Aber die sind echt schlimm, ne? Ich finde die ultra nervig. Na komm her. Au. Nein. Jawohl. Tschüssi. Das ging gut. Und er hat noch was bei sich gehabt. So, wir müssen mal hier schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Hier ist schon mal eine Truhe. Mit Eisenerz und Leder. Das finde ich sehr schön. Da sind weitere Gegner. Oh, nein. Ich habe vergessen, dass wir den Kurzbogen haben. Ich wollte gerade den Schuss aufladen. Ach komm, egal. Als Ruf da. Wir sind Wikinger. Mach's gut, mein Freund. Oh, er hat da auch was bei sich? Nee, doch nicht. Hey.
Tja, nix war das. Nix. Sehr schön. Auch der ist Geschichte. Ich muss sagen, so langsam gefällt mir das Kampfsystem doch ganz gut. Muss ich erstmal ein bisschen umgewöhnen, aber es ist eigentlich cool. Und hier vorne, achso, das ist in der Gruft wahrscheinlich. Aber ich gucke mir gerade mal das Haus an, wenn wir schon mal hier sind. Also Reichtum ist auch in der Gruft, wo er sich versteckt hält. Und hier können wir auch runtergehen. Machen wir aber gleich. Ich will erst nochmal überirdisch alles absuchen, ob wir da vielleicht sowas mitgehen lassen können. Und hier ist Eisen. Da komme ich nicht rein, schade. Auch nicht irgendwie von der Seite. Nö. Okidoki. Da ist schon mal nix. Irgendwo noch ein bisschen Loot, den wir mitgehen lassen können. Hier vorne waren wir, glaube ich, schon, ne? In dem Zelt waren wir schon. Da hinten ist noch ein bisschen Nahrung. Kann ich das mitnehmen? Hier ist noch Kleinkram. Proviant ist voll. Schade. Vergammelter Käse. Ja, cool. Den kann ich gut gebrauchen. Na toll. Hier sind ein paar Pfeile. Was heißt das noch? Achso, den Krug. Ja, braucht man gerade nicht unbedingt. Ah, da vorne sind noch ein paar. So. Der ist schon mal Geschichte, mein Freund. Guten Tag. So. Und Stampfi. So, der ist auch weg. Sehr schön. Ich muss gar nicht so krasse Gegenwehr aktuell. Vielleicht in der Gruft noch mehr. Oh, hier sind dann. Oh, doch, hier sind noch ein paar. Moin. Was geht? Greif mich mal an, Kumpel. Na los. Und tschüssi. Ja. Was soll er mal machen? Und tschüssi. Oh, dieses Blocken, das gefällt mir sehr. Komm, Kumpel. Oh. Sorry. Mach nochmal. Genau so. Und wieder einer weniger. Du wirst dich Würmer nähren. Meinst du? Ich glaube nicht. Der nächste, bitte. Oh, ist keiner mehr da. Schade. Hier sind jede Menge Pfeile. Das gefällt mir. Sehr schön. Wir können auch mal wieder diese Special-Attacken machen. Aber waren jetzt gerade gar nicht so nötig. Dann machen wir auf jeden Fall noch. Eine Blume. Was will ich denn mit der Blume? So, ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Da ist auch noch ein Kollege. Na, greif mich mal an, hä? Oh. Aua. Das hat ein bisschen wehgetan. Boah, Alter. Das hat gesessen. Und das... Hey, wie viele sind denn hier noch? Ein Glück haben wir nicht alle auf einmal getriggert. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen krass gewesen, aber... Ja, mach mal. Wir haben echt keine Chance, Mann. Wir zerlegen die ja... nach Strich und Faden. Und da ist ein Brief. Bericht der Wache. Wieder ein ruhiger Abend. Abgesehen davon, dass Milfried mir ein Ohr abkaut, weil seine Frau ihm die Nerven raubt. Er nörgelt den ganzen Tag darüber, dass sie zu viel nörgelt. Sie verdienen einander, finde ich. Wenn es mehr gäbe, was unserer Aufmerksamkeit bedarf, müsste ich mir das nicht anhören. Doch hier kommt kaum jemand entlang. Nur ab und zu ein paar Bauern und Händler. Kein einziger Däne. Leofried tat gut daran, König Borgred hier zu verstecken. Niemand außer uns weiß um diese Gruft. Außer wir jetzt. Dank Ladel Edelsweedle. Die gute Dame hat uns geholfen. So, hier komme ich anscheinend auch runter. Eventuell sind es zwei Eingänge oder zwei verschiedene Grufthöhlen. Keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal hier rein vielleicht. Vielleicht ist die andere auch nur da, um irgendwie einen Schatz zu holen oder so. Ich gucke nochmal kurz in der Kirche, dann geht's runter. Dann geht es runter, Leute. Mal schauen, wie gut bewacht er denn. Ach, hier ist auch nochmal... Okay, hier geht's auch wieder runter. Also drei verschiedene Eingänge. Warte mal, genau hier, wir nehmen mal eine Fackel. Damit wir ein bisschen mehr sehen in der Dunkelheit. Du musst irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Burkhard? Ja. Wie so eine Ratte versteckt er sich in der Höhle. Ach, das sind seine Kumpel hier schon. Moin. Ach, das ist ja ein Gegner. Hey, Kumpel.
Soll ich dir mal helfen? Hallo. Oh, ich helfe dir mal, okay? So macht man das nämlich. Entschuldigung. Hallo? Ich komme nicht voran. Oder so. Sehr gut. Dann nochmal kurz die Fackel rausholen, damit wir hier besser sehen. Gibt es hier auch irgendwo Reichtum? Wir können auf jeden Fall dadurch können wir auch. Und wir können auch geradeaus aktuell viele Wege, die wir alle ergründen wollen. Alter, ist ja echt mega verstrickt. Wo soll ich denn als erstes hin? Holy shit. Ach, hallo. Greift mich an, na los. Na komm, trau dich. Mach's gut. Das war dein Fehler. So, und du, Kollege? Willst du mich wirklich anschießen? Ein bisschen lächerlich bist du. Da geht's auch wieder weiter. Okay. Plündern, plündern. Ein bisschen plündern und hier ist wieder ein Brief. Chronik von König Borkreds großem Sieg über die Ragnarssons Horde. Die Dänen stürmten die Tore von Tamvejord und zermalmten nicht nur ihre Bewohner, sondern auch ihren Kampfgeist. Doch würde der mersische Kampfgeist wirklich sterben? Oh nein! König Borkred, mutig und weise, überlistete die Heiden und entkam ihren gierigen Klauen mitsamt der Beute, nach der es ihnen am meisten gelüstete, der königlichen Krone. So blieb er König von Mercia, während die Angreifer sich ob ihres Versagens die Hände vor den Kopf schlugen und so laut wehklagten und fluchten, dass selbst ihre Götter es hören konnten. Denn sie hatten den tapferen König unterschätzt, der nun auf der Lauer lag und auf den rechten Augenblick wartete, um seine Herrschaft zu festigen. Ein großer Sieg, der noch in Jahrhunderten besungen werden würde. Alter, was für eine Lächerlichkeit. Der hat seine Leute im Stich gelassen und ist abgehauen. So kann man das natürlich auch. Das ist ja hier Donald Trump-Manier. Scheiße immer als Gold bezeichnen. So. Okay. Da geht es gleich weiter eventuell. Und drunter durch die... durch das Löchelchen. Ich bin ganz nah dran. Du hast noch einen Kollege. Guck schön vor die Wand. Genau, so ist gut. Ja, so ist fein. Oh, Hilfe. Hier gibt es sehr, sehr, sehr viele Schlupflöcher. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes schauen soll. Ich möchte auch gerne die Reichtümer hier mitnehmen. Das ist sehr, sehr verzweigt hier. So, das. Wer bist du? Ja, moin. Scharmützler. Okay, hier ist der König oder was? Aua. Ey, jetzt hör doch mal auf, mich abzustechen. Genau so. So ist fein. Aua, das hat wehgetan. Hör auf jetzt. So. Du scharmützelst keinen mehr weg. Und da drin ist der König oder was? Hier sind drei Türen. Kann ich hier durch? Ja. Moin. Ach, hier geht's wieder raus. Ja, cool. Sehr schön. Bevor wir den König Borkred hier uns holen, würde ich gerne dann doch erstmal die Reichtümer mir anschauen. Eventuell ist hier ein Reichtum-mäßiges. Oh, müssen wir tauchen? Ah, lol. Plündern, plündern. Käse. Unter Wasser ist ein vergammelter Käse, ja. Und hier ist der Reichtum. Wunderbar. Ein Speer. Ja, cool. Darf ich ja wieder auftauchen? Jo. Okay, ein Fjordspeer. Den gucken wir uns gerade mal an, Leute. Mal gucken, ob ich den vielleicht sogar nutzen kann. Wo ist er denn? So, dass wir haben aktuell die Axt. Varins Axt und der Speer. Vergleichen. Der Speer macht deutlich weniger Angriff. Hm. Ist jetzt eher luschig, ne? Ich glaube, das lasse ich erstmal. Klingt jetzt nicht so überzeugend aktuell. Wir gucken erstmal hier oben bei den anderen Wegen. Ob ich nicht vielleicht hier irgendwo noch was finde. In Sachen Reichtümer. Aber hier ist auch nur der Eingang. Okay. Ah ja. Es hängt ja so alles zusammen. Die ganzen Sachen, die wir da gefunden haben.
Die Eingänge, die sind alle zusammenhängend und... Ja, wir gucken erstmal nach den Reichtümern. Hier vorne ist auf jeden Fall irgendwo was. Ja, genau, in die Richtung, wo wir hier drunter kriechen konnten. Oh. 6 Meter noch. Also, ach, hier. Da ist es schon. Alter, geil. Kohlebarren, jawohl. Der gute alte Kohlebarren. Wir haben schon einige gefunden mittlerweile, glaube ich. So, ist hier noch was bei? Eine Schlange. Hat das auch ein Schlangenei dabei? Ne, irgendwie nicht. Schade. Wir brauchen ja die Schlangeneier da für diese Frau. Bei Lekra Kester. So, das hätten wir schon mal. Und dann ist da noch was Reichtummäßiges. Ih, Alter, ist das eklig. So viele Spinnenweben. Pfui. Oh, ein Buch des Wissens. Alter, geil. Blick der Nornier. Gucken wir mal, wie das ist. Nutze die Macht der Nornier, um mit schicksalshafter Geschwindigkeit auf deine Gegner zu schießen. Das ist eigentlich ganz geil. Können wir eventuell... Was nehme ich denn davon weg? Ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal auf A. Was ist denn das auf A? Brandpulverfalle. Ja, ist okay. Das können wir erstmal weglassen. So. Aber es war noch ein bisschen Reichtum da. Weiter hinten. Von wo kam ich? Von hier, ne? Der andere Reichtum ist eventuell bei König Burgred. Glaube ich. Deswegen gehen wir erstmal dahin. Sehr cool, Leute. Ist echt eine nice Quest. Es gefällt mir sehr. Ist echt cool gemacht. Und die Gruft hier ist auch sehr ergiebig für uns. Und ich denke mal, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Oder Leute, diese Türen, die müssten doch eigentlich zu ihm führen. Nein! Nein, nein, nein! Das kann nicht sein! Zurück! Das ist ein Brotmesser, Burgred. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt! Ich werde kämpfen! Wenn du drauf bestehst. Okay. Du wirst mich töten müssen! Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König! Ich! Ja, du. In die Fräse. Du kannst ja echt nix. Oh, was für eine Lusche. Kriegt eine Backpfeife und gibt auf. Was für ein Lelek, ey. Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Moment, hier ist noch ein Brief. Brief von Burgred. Die Lage ist mehr als ernst. Diese dreckigen Dänen haben mir Tameviot genommen. Ich sitze in der Falle, verstecke mich in einer stickigen Gruft und niemand weiß, wann ich mich wieder hinaustrauen kann. Unerträglich. Das Schicksal von Mercia liegt jetzt in den Händen meines Tarns Leofried. Doch mir mangelt an Zuversicht, dass er gewinnen kann. Er ist eine treue Ratte, nichts weiter, und jetzt macht er sich gut als menschlicher Schild. Alter, was ist das für ein Arsch, Alter? Und so, da diese Angelegenheit dringlichst ein Ende finden muss, schreibe ich dir, um dir mitzuteilen, dass ich deine treuen Jäger gerufen habe. Und keine Sorge, sei versichert, dass diese Gunst nicht vergessen wird. Der König von Mercia. Aber an wen ging dieser Brief? Oder an wen sollte der gehen? Und hier ist noch die Truhe. Leofrieds Vergeltung. Tarn Leofried, deinem Wunsch entsprechend habe ich einige Veränderungen an der Dänenaxt vorgenommen, die du mir gebracht hast. Du wirst bemerken, dass der Schaft, der Bauch und der Nacken für einen Mann deiner Statur angepasst wurden. Sie zu schwingen wird etwas anstrengender, aber du wirst dich daran gewöhnen. Wie immer habe ich die Schneide geschärft. Damit lassen sich Haare spalten, also pass auf deine Finger auf. Ich hörte, es sei eben diese Axt, die man einst aus deiner Schulter zog. Gefällt mir. Liebe Grüße an jeden Dänen, den du damit spaltest. Hrodge. Okay. Heftig. Und die haben wir nun bekommen, oder was? Warum ist denn Leofrieds Axt hier drinne? Grabaxt, Dänenaxt. Oh, cool. Die sieht sehr nice aus. Ich glaube, die gucken wir uns gerade mal an. Die gucken wir uns an. Ich glaube, die ist besser als unsere jetzige Axt. Oder?
Nee, nicht mal. Aber die andere ist auch schon verbessert worden. Wenn ich jetzt die verbessere, dann hat die ein bisschen mehr. Ich glaube, die nehmen wir einfach mal, oder Leute? Ist das eine große Axt? Nee, ist eine Einhänder-Axt. Sehr geil. Also, er kann sie so tragen. Oder auch nicht. Ist auch eine große. Ja gut. Probieren wir die mal aus. So, König. Furzknoten. So, dann nehmen wir dich mal mit. Du Weichling. Das ist eine Schande für das Land. Und für die Menschen. So, da sind wir auch schon draußen. Ich muss ja sagen, die Verteidigung war eher dürftig. Aber ich glaube, die haben damit gerechnet, dass sie ja einfach keine hinkommen. Deswegen war das relativ... Du denkst, ihr habt gewonnen. Von wegen. Leofred. Ich habe ihn entsandt, um euch zu vernichten. Schweig. Du weißt gar nicht, was euch allen noch blühen wird. Ja, ja. Du hast ja über Leofred echt sehr nett geschrieben. Der scheint dir sehr viel zu bedeuten. Ihr seid ein Schandfleck dieser Erde. Ihr allesamt. Eine lästige Plage. Ihr habt Mercia nicht verdient. Der Sieger trägt die Beute davon. Man muss gewinnen, um Mercia verdient zu haben. Was für ein Jammerlappen, Leute. Echt. Wir bringen ihn mal zu den anderen. Moin. Hier vorne sind schon Gegner. Oh, lol. Ja, ich komme. Los, schnell. Gleich hinter dir. Die haben schon gekämpft, oder was? Was macht ihr denn? Die Pferde rennen halt weg. Oh. Oh nö, hier ist so ein blöder Ritter. Ey, lass mich, du Blödmann. Lol. Okay, wir kämpfen mal gegen den Redwald. Wo wir das eigentlich nicht schaffen können, aber... Ja gut, wir probieren es mal, Leute. Warum der jetzt gerade um die Ecke kommt, ich habe keine Ahnung. Willst du den König retten, du Arsch? Oh, der König rennt weg. Oder? Oder tut das mein Pferd? Moment. Ne, mein Pferd rennt einfach nur weg. Okay, ich dachte, er hätte es irgendwie losgemacht oder so. Oh, Iva, mach ihn fertig. Kriegen wir den Redwald tot? Zusammen? Der ist ja von der Stärke ein bisschen krass. Oh. Nein, er hat mich getroffen. Nein, ich bin gestorben. Ey, wir waren auf einem guten Weg. Scheiße, Mann. Okay, da bin ich wieder. Wir konnten zum Glück direkt danach weitermachen. Wir mussten jetzt nicht nochmal alles neu machen. Ich hoffe, diesmal kommt dieser Typ nicht um die Ecke, weil das ist echt blöd mit dem Kerl, dass der da gerade kam. Hey, Leute. Ja, macht euch auf die Pferde. Schnell, gleich hinter dir. Burgred, alte Schönheit. Ich hab dich fast. Kommt mit, Leute. Diesmal hat es geklappt, wir sind auf die Pferde gekommen. Lass mich runter. Du kommst früh genug nach unten. Mit deiner Schlinge um den Hals. Wir werden nach ihm suchen. Bleibt wachsam. Da vorne kommen schon welche. So, geh du was. Du gehst schon mal weg, Kollege, okay? Oh, das sind viele. Hilfe. Aua, ihr Schweine. Ja, wo ist denn jetzt der... Achso, der hängt noch hinten drauf. Sollen wir weiter reiten, oder was? Oder sollen wir denen helfen? Okay, Opa. Opa ist noch bei mir. Wir reiten einfach mal weiter, Leute. Ich hoffe, das ist okay. Opa, komm mit, Junge. Wir müssen König Forzkret wegbringen. Hier sind weitere Gegner. Hä? Komm, wir steigen mal kurz ab, Leute. Die kriegen jetzt auf die Scharnauze. Der neuen Axt. Na komm. Okay, das ist König Borkret, mein Pferd. Und führt ihn. Also ich muss sagen, die Axt ist ziemlich geil. So, fetzt ordentlich. Wams. Und Betäubungsschlag. Ich weiß immer noch nicht, warum das Betäubungsschlag heißt, wenn man da den Leuten
ein Schwert durch den Wanst haut. Jetzt hört er mal auf wegzurennen. Geht doch. Und tschüssi. Aua. Das war gemein. Komm her. Aua. Oh lol, was war das für eine geile Attacke? Und tschüssi. Na komm her. Warte. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, und tschüssi. Betäubungsschlag. Sehr schön, das war's mit unseren Angreifern. Oder, Opa? Ne, da kommt noch einer. Was willst du denn jetzt von uns, hä? Meinst du, du kannst wirklich was ausrichten? Ich glaube nicht. Pferd? Okay, da ist es. Komm, Opa, wir müssen weiter. Hol dein Pferd. Oder das Iva. Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Moor Sigurd. Wer von denen? Hierher, Soldaten! Ich bin hier! Okay, Sigurd war auch irgendwo. Der Meister dieser mersischen Soldaten von seinen Aufgaben entbinden. Leute? Da, okay. Weiter geht's. Wir sind fast da. Da vorne ist Tamenviort. Glaube ich jedenfalls, dass das Tamenviort ist. Und da ist wieder ein Soldat, der darum streunert. Kommen wir nicht durch. Okay, Leute, das sind wir fast. Seid ihr noch hinter mir? Oh ja, Alter, kommen da viele. Alter! Kennst du das? Nein! Wow! Ihr gottloses Ungeziefer! Damit kommt ihr nicht durch! Ich glaube schon. So, wir sind in Tamriort wieder. So. Okay. Das lief doch wunderbar. Alles ist im Wandel, Bogret. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Vitenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Bogret, mein Herz! Meine Teure, bist du verletzt? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Wir müssen weiter. Dein König wartet schon. Der Tod erwartet euch, Dänen. Euer Ende war beschieden, als ihr es auf mich abgesehen hattet. Dafür habe ich gesorgt. Die Eiferer werden euren Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den Irren von Tamevjord sein. Eiferer, was meint er damit? Lass ihn reden. Das sind verzweifelte Drohgebärden. Nicht. Geh ein Stück mit mir, Wolfsmal. Es ist noch Zeit bis zur Zeremonie. Wohin denn? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich will nur feiern. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm, denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Zu düster. Okay. Wo willst du hin, Iva? Verschwindet! Ne, die beiden sind schon ein bisschen hackedicht. Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist ein guter Krieger. Das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Ivar der Knochenlose Eivor als Freund betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich Knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist?
Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Krieger nicht. Dringer wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Menschen verändern sich. Manchmal verändert man sich zusammen. Manchmal geht man getrennte Wege. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Ich hoffe ja nicht, Leute. Was für eine Nacht. Wir haben hier ganz schön durchgesoffen anscheinend. Wer ist das überhaupt? Ich muss ja sagen, ich finde den Iva irgendwie sympathisch. Ich mag den. Auch wenn er ein bisschen crazy ist. Aber, oh, das sieht gerade cool aus mit der Sonneneinstrahlung. Und dem Betrunkensein. Aber okay, Leute, das war's für heute. Wir haben König Borgred gefangen genommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Bis dann, Leute. Tschüss.